Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Tears of the Kingdom. Ich will darüber unbedingt noch zum Todesstern. Irgendwie hat er mir das angetan, da muss noch irgendwas sein. Und dafür habe ich uns hier einen Senkrechtstarter gebaut mit Raketenantrieb unten, Antrieb unten, Antrieb hinten und einem Lenkrad. Wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir da jetzt hin. Wir schaffen das. Auf geht's! Das ist noch viel höher auf jeden Fall. Ja, zieh noch mal ein bisschen nach oben hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht so, nein, nein, nein. Es ist schwerer, als es aussieht. Ich sag's euch. Ob wir das schaffen? Wir müssen es schaffen. Wir müssen einfach. Es geht nicht anders. Oh nein. Komm schon. Piepatz, sei ready. Ah, jetzt sind wir wieder in so einem Ding drin. Krass. Wir sollten es schaffen, oder? Wir schaffen es. Oder sind wir schon über dem Gebiet vom Plateau? Aber ich will da reingucken. Da muss eigentlich irgendwas drin sein. Es muss. Rankommen und uns festhalten können, dann können wir hochkraxeln und in das Loch oben rein. In den Lüftungsschacht. Das ist wieder das typische abgeguckt. Wir schaffen das. Ja. Yay. Das sieht gut aus. Und was ist hier drin? Das sieht ja kompliziert aus, Alter. Das sieht ja kompliziert aus. Ah ja, aha, das ist ein Spiegel. Aber da müssen wir erstmal da spiegelt der hin. Oh, da ist auch so eine Box. So ein Supply-Ding. Gleich mal schauen, was es hier gibt. Oh, das sieht aus, als ob da was Neues dabei wäre. Oder? Oder? Frostwerfer? Pfosten? Schnell. Nee, nee, nee. Schlitten! Ja! Den habe ich schon die ganze Zeit noch gesucht. Den kann man eigentlich perfekt, glaube ich, irgendwie vertüdeln und dann hinten ans Pferd ranhängen. Da kann ich dann nur die Crocs reinsetzen und mit denen eine Runde fahren. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Wir hauen noch mehr rein. Dann den Schlitten auch ein paar habe. So. Rost und Blitzwerfer und ansonsten. Oh, ist eine lange Liste. Posten, Blitzwerfer, Schlitten, Stehaufmännchen. Und Frostwerfer. Blitzfrost und Schlitten sind gut. Wir hauen noch einmal rein. Ein paar Schlitten bereits auf Vorrat haben. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Das Ding in der Mitte. Lässt sich das Alge und es lässt sich allgemein drehen. Das ist gut. Dann müsste das dahin. Oh, nicht so weit. Das geht ja auch schnell, ey. So. Dann hätten wir zumindest den ersten. Der strahlt aber jetzt da hoch. Mal schauen, ob wir da was dran drehen können. Ui, hallo. Da können wir eigentlich nichts dran drehen.
Der ist halt so. Ach so, ach, der verwinkelt aber da oben ganz gut. Der verwinkelt da oben ganz gut. Das heißt, wir müssen auf das Podest da hochkommen. Dann müssen wir die. Oh nein. Bleib stehen. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. So, und das Ding. Halt, andere Richtung. Das müssen wir jetzt drehen. Bis irgendwas einklingt. Da klingt was. Es klingt. Noch ein Stück. So. Okay. Wir kriegen das hin. So, das Ding müsste dann dahin wahrscheinlich. Ja, noch ein bisschen. Jawohl. Und das Ding. Das muss jetzt wohin? Schauen. Weiter. Dahin. Auf den mittleren. Und der strahlt jetzt einfach bloß da hoch. Und der strahlt aber hier auf diesen Block an, na, oder? Warum leuchtet der hier eigentlich? Kann das was? Kann nix. Mach was. Wir können das Ding jetzt in der Mitte natürlich weiter drehen, bis der Strahl, einer der Strahlen da drüben irgendwas trifft. Also das Ding da drüben trifft. Und der hier was anderes macht, weil der strahlt jetzt einfach ins Nirgendwo. Jetzt ist natürlich erstmal alles aus. Ahahaha. Das sieht gut aus. Oh, was passiert da? Es taucht etwas auf. Ein Steinchen. Ein großes Steinchen. Einschreien. Jawolli. Geili. Gut, den Schrein haben wir, den machen wir direkt. Jetzt müssen wir bloß noch hochkommen. Und hinten gleich mitnehmen das Ding. Deswegen hat es nicht gepiepst, als wir ja geflogen sind. Ich habe mich schon gewundert, habe gedacht, in dieser Kugel ist keiner drin. Aber ist er doch. Der musste nur erst auftauchen. Und da unten ist aber ein Gitter davor. Ich glaube, da geht auch noch was. Ich glaube, da geht auch noch was. Mal schauen. Erstmal machen wir das hier fertig. Dann haben wir auch wieder vier, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Oh, wir haben jetzt schon vier. Hä? Dann haben wir fünf. Was gibt's hier noch Feines? Sternlangstab. Aha. Der macht nur fünf, aber ich muss es wissen. Ich muss es einfach wissen. Ich muss es einfach wissen, was macht das? Wir werden es gleich ausprobieren. Fünf. Sternlangstab. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, aber was macht er dann? Ich habe schon mal darüber nachgedacht, so ein Ding dran zu kleben. Schießt Licht. Oh, krass. Hä? Das fliegt jetzt hier rum. Okay. Das ist ja auch geil. Ein Untergrund bestimmt super stark, oder?
So, jetzt müssen wir aber. Wie kriegen wir denn da Licht drauf? Das ist ja ein ganz anderes Problem. Und warum ist hier überhaupt wieder alles Licht aus? Boah, ist das alles wieder verdreht? Ihr wollt mich rollen, oder? Ist denn jetzt alles wieder verdreht? Dann hätte ich es ja doch gleich aufgemacht. Ach ja, der ließ sich ja nicht drehen. Der ging jetzt da oben hin. Noch mal etwas Aufwind, bitte. Könnte der noch irgendwo anders hingehen als da? Nee. Mann. Die Richtung, bitte. Noch ein bisschen. Wetsch. So. Jetzt müssen wir das Licht, wir müssen das irgendwie da auf den Punkt drauf kriegen. Oder es reicht, mit dem Lichtstab irgendwas zu machen, das werden wir gleich herausfinden. Ich glaube, da geht nichts, oder? Er geht jetzt da hoch. Das bringt nichts. Das macht nichts. Das wird nichts. Wie kriege ich das hier an? So nicht. Ich meine, ich kann selbst noch einen Spiegel aufstellen, ne? Aber wo? Stelle ich mir die Frage. Spiegel, Spiegel. Spieglein, Spieglein. Wo bist du? So, Licht geht vielleicht auch. Wer weiß. Kriegt natürlich auch nicht wirklich was. Zumal, wenn er liegt, halt viel zu tief ist. Auch das ist zu tief. Einfach mal schauen, ob man tricksen kann. Wo ist denn das Ding? Leuchte, leuchte, leuchte hier. Ich glaube aber nicht. Also grün ist er ja.
Er geht nur nicht an. Ich meine, man kann sich natürlich was bauen, sodass der da oben runterwärts leuchtet. Das ist der so ziemlich höchste Punkt. Außer da vielleicht noch. Mal schauen, guck mal, ich gebe ungern auf, ne? Das wäre als Podest geeignet, dieser Sprungfeld vielleicht. Wenn ich davon mehrere übereinander mache. Oder das ist eigentlich noch viel besser. Alter, das Drehen ist immer noch. Das ist doch eigentlich simpel. Wir machen das Ding hier nach vorne. So. Und jetzt muss das eigentlich nur noch. Oder so. Oder einfach so. Warum eigentlich nicht einfach so? Ich wollte das Ding doch richtig in der Luft ausrichten. Aber so reicht natürlich auch. Weh, hier ist nichts Gutes drin. Das ist etwas Gutes. Das ist tatsächlich etwas Gutes. Mal schauen. Wir kommen hier ja auch nicht. Wo ist denn eigentlich das Loch? Da oben. Schauen, ob wir hier hochkommen. Aber wo ist denn das da? Dankeschön. Müssen wir mal schauen, ob es hier noch was anderes gibt, wo wir fix hinfliegen können. Also das da drüben. Einmal. Ist weiter hoch. Hier hinten gab es aber auch noch kleine Inseln, glaube ich. Und das da hinten, das könnte ich auch ein andermal machen. Also das da, meine ich. Ne, Moment, das ist der Bereich, von dem ich gekommen bin. Das ist der Bereich, von dem ich gekommen bin. Und das... Moment mal. Mal kurz schauen. Ich muss mal kurz mich orientieren. Also da... Die Insel kenne ich nicht. Das da ist aber die große, ist die Insel, wo ich das erste Teil gefunden habe. Die sehen ja auch so ähnlich aus. So lang. Auch nicht sowas drauf zu, oder es ist noch nicht gerendert oder geladen. Da könnte natürlich sein, dass das nicht passt. Da hätten wir noch eine kleine Insel. Da auch noch viele kleine Inseln. Mal schauen. Und da haben wir auch noch einiges. Und das da? Das kenne ich auch noch nicht. Was ist denn das? Doch, das ist mein... Orientierungslos. Wirklich. Einmal auf einer Kugel gedreht, dann weiß ich nicht mehr, wo du warst. Gut, dann finde ich aber die Inseln hier hinten am sinnvollsten. Oder die da halt. Die kleinen. Oh, da ist doch. Da gibt es. Also, das ist so ein Punkt, wo es immer Feen gibt, oder? Was mir aber auffällt. Nee. Quatsch. Nee, Quatsch. Und da ist noch. Jetzt sehe ich die Insel nicht mehr. Die da gibt es auch noch.
Aber die ist viel zu weit weg. Wir könnten nur die oder die da angehen. Die da ist schon sportlich, würde ich sagen. Wir können es aber versuchen. Wir versuchen die da. Und wenn das nichts wird, dann gehen wir wieder nach Hebra ins Gebirge, weil da wollten wir eh noch einiges machen. Aber hier, guck mal, da wie wir abgehen. Mal sehen, wir kommen vielleicht gleich aus dem Bereich raus, wo man leichter fliegen kann. Oder auch nicht. Oh. Ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Auf diesen riesen Klotz. Hier ist ja gar nichts drauf. Da schießt schon wieder einer mit Raketen, Mann, so ein Irrer. Mann, ey. Er hat die direkt mal ausgeschaltet. Alter, Tulin, ey. Leicht OP, der Kleine. Hau ab. Aber auch nichts. Hä? Dieser ganze Inselbereich hier ist irgendwie sinnlos. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich auch nicht glauben. Das ist doch unlogisch. Oder? Das ist doch unlogisch. Wieso ist hier gar nichts? Oh, hier ist halt nichts. Ist halt einfach so. Das ist ja weird. Das ist ja weird. Okay. Pff, dann ist das halt so. Wir können da noch mal kurz hinfliegen. Schauen, ob da was ist. Und dann kommen wir auch langsam in den Bereich rein, wo ich noch gar nicht hin wollte. Jedenfalls sehe ich da unten auch mehrere Löcher in den Abgrund nochmal. Ah, das ist auch ein ziemlich hartes Gebiet, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Also korrekt in Erinnerung habe. Das ist da unten. Okay, ich glaube, ich gebe es erstmal auf. Wir haben die große Kugel untersucht. Wir hatten das gemacht. Können natürlich einfach mal nach oben und uns dann runterfallen lassen. So. So ist der Plan. So machen wir das jetzt. So machen wir das jetzt. Okay. Wir wollen nach unten und zwar hier etwa haben wir aufgehört, ne? Also ungefähr schon in die richtige Richtung. Da hat man angefangen. Krass. Wie viel es zu entdecken gibt. Gruselig. Und hier sind wir auch noch richtig weit oben, wenn ich das so anschaue.
Ah, jetzt fallen wir überhaupt erstmal in der richtigen Geschwindigkeit. Stimmt ja. So, da haben wir auch fertig untersucht. Können hier mal ein bisschen in die Richtung. Himmel! Gibt es hier viel zu entdecken? Da war ein Krog. Den hatten wir. Wir gehen mal hier. Oh, da gibt es hier wieder dieses komische Pferdchen da. Und da gibt es einen Krog. Sehr gut. Ich sehe auch direkt den Stein. Da muss er hin. Passt. So, wir sind jetzt auch bei den Crocs so ein bisschen an dem Setup, wo ich sage, alles, was wir jetzt noch kriegen an Crocs, ist nett. Aber ich finde die Liste, die wir jetzt für die möglichen Waffen, die wir mittragen können, schon ganz gut. So. Bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. Hier. Zeige dich. Kleines Pferdchen. Ja, das sind viele. Ja, die Frucht. Okay. Ich höre schon wieder einen Schrei. Das ist nicht der, den wir markiert haben. Wer in die Richtung? Okay. Hier lang. Jetzt ist es weg. Die Richtung. Tiefer. Ja, jetzt machen wir erst hier die Eierköpfe weg. Erst einmal kaputt machen. Na? Was suchst du? Eigentlich würde ich dir die Waffe gerne wieder abnehmen. Zack. Eisenholzstock. Ach so. Stachelkugelhammer. Eigentlich ganz gut, wenn wir das mit dabei hätten. Damit wir mal wieder was kaputt machen können.
Die andere können wir noch ausstatten. So, unten sagt er jetzt. Der Eingang könnte natürlich wieder überall sein. Könnte hier unten sein. Könnte aber auch da oben sein. Oh je, oh je. Wie soll es denn hier einen Höhleneingang finden? Ist ja vollkommen irre. Könnte auch noch tiefer sein. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier bei diesem See, wo auch die Höhle sein soll für Ramdas Schatz. Alter, ich sehe nicht viel hier, ne? Das ist ja wirklich vollkommen krass. Man sieht ja fast nichts. Und du auch noch. Ist auch keine Höhle. Wo willst du denn hin? Oh je, was für ein Schlamassel. Und natürlich irgendwo ganz dahinter. Na komm. Ah ja, na komm. Jetzt habt ihr mal nicht so. Da unten hat schon jemand einen Fluss vorbereitet. Wir nehmen einfach das. So. Müssen wir nur noch. Gott. Will die Teile nicht ins Wasser reinwerfen. Ach du Scheiße. Hallo. Alter, Moment, Moment. Ich bin gerade vollkommen unvorbereitet. Und ich habe keine Feuersachen. Nein, 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 nein. Dann musst du damit vorlieb nehmen. So, jetzt so waren wir stehen geblieben. Hier. Nicht ins Wasser fallen. Dankeschön. So weit, so gut. Sieht gut aus, sieht gut aus. Gucken, ob wir günstig abprallen. Tun wir natürlich nicht. Oh ja. Muss ich dich wieder zurecht drehen. Eine Seefahrt, die ist lustig. Dürfen wir hier nicht ins Wasser fallen. Das ist ja ein sicherer Tod. Ich habe es geschafft, kleiner Krok. Ah, die Batterieleistung jetzt ist schon ziemlich geil.
Was macht ihr überhaupt hier? Es ist viel zu kalt hier für euch. Da hinten ist eine Höhle oder sowas. Oh, schießt du blödes Vieh? Und tschüss. Oh, bitte lass mich schnell raus. Oh, ich kann hier schwimmen. Liegt es an der Kleidung? Muss da eigentlich hier erfrieren. So, und da wird das Ding auch direkt nützlich. So. Einmal rammt das Schatz und ein Schrein. Oder ist es beides in derselben Höhle? Wir wissen es nicht. Oh je. Yeah. Und ich sehe hier fast nichts. Vielleicht wäre bis Tag warten mal ganz gut. Ja, da nicht mal ein Lagerfeuer. Ich kann mir ja selbst eins aufschlagen. Ich will, da haben wir es 20 Uhr. Ich glaube, das wird nicht mal viel heller, oder? Ich probiere es mal. Ups, hier ist mal gleich zwei. Mann, ich drücke was falsch, ey. Und Feuer. Ah ja, hatten wir ja gesagt, haben wir nicht. Warten wir mal bis morgen. In der Hoffnung, dass wir dann mehr sehen. Und wie wir sehen, sehen wir nicht mehr. Oh shit, das ist ja egal zu welcher Tageszeit, ja einfach nur dunkel. Bringt es denn hier, irgendwelche Leuchtsamen zu verschießen? Nee. Einfach. Einfach nee. Außer als Anhaltspunkt halt. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja eine miese Gegend. Soll das wirklich die Kleidung sein? Dass ich hier keinen Kältebrand bekomme? Oh Gott, jetzt das, den Schrein suchen, das wird eine Herausforderung an sich, ne? Die Truhe pfeife ich mal eben. Höhleneingang. Höhleneingang, Höhleneingang. Krog. Was will der hier? Ist doch dieses Krog-Ding, oder? Was denn, wenn ich jetzt hier überall einen Apfel hinlege? War klar, ich wollte eigentlich nach hinten wegspringen. Ganz so blöd bin ich nicht. Aber da hat nicht geklappt. Da liegt natürlich auch noch Scheiße, das heißt, kann ich sagen, sicher sagen, ob das geklappt hat oder nicht. Okay, klappt nicht. Ja, renn doch!
Oh Gott, Alter. Und hier soll ich eine Höhle finden? Hier soll ich zwei. Also wir sind an der Südseite. Stempel, ja, genau. Aber hier muss ich trotzdem eine Höhle finden. Da ist ja vollkommen irre. Hau ab. Schrein in der Nähe. Ja, lass mich in Ruhe. Er hat gerade kurz gepiept. Aber es hilft mir halt ja nicht zu wissen, wo es piept, wenn ich erstmal den Höhleneingang finden muss. Wenn es überhaupt eine Höhle ist, wer weiß. Es könnte alles sein. Ich weiß nur, dass es von da oben aus tiefer runter war. Uff. Also manche Schreine sind gar nicht so einfach zu finden. Mann, Alter, auch das noch. Ja, na klar, komm. Weg. Und weg. Oh, jetzt wieder zurück zum Tagwerk. Ah. Leichter hoch. Ich habe jetzt die Achsen ein bisschen dick. Ist ja schon mal gut. Hätte ja gesagt, vielleicht sieht man schon weiter oben etwas. Aber egal wo, man sieht hier glaube ich gar nichts. Da ist auf jeden Fall so ein Zeichen. Vielleicht hilft uns das ja. Vielleicht zeigt das den Höhleneingang an. So, hier muss er tiefer sein. Gehen wir zu den Zeichen hier vorne. Vielleicht ist das so ein Loch im Boden. Vielleicht hilft uns das. Ich glaube, der zeigt sowas ja an. So, jetzt habe ich es vielleicht verloren. Hier unten war es. War doch gerade hier, oder? Alter, das hätte ich ja niemals gefunden, wenn ich das Zeichen nicht gesehen hätte. Das ist ja von außen das Loch fast gar nicht zu sehen. Uff. Den Eingang. Ohne Witz. Da hätte ich, glaube ich, ewig gesucht. Wenn ich jetzt nicht dieses Zeichen gesehen hätte. Da ist er auch. Wow. Wow, Oza-Schrein. Der war nicht einfach zu finden.
Aber, ey, seid ehrlich, hättet ihr das Loch jetzt da gesehen, einfach mal so beim Vorbeifliegen? Ich habe nur gesehen, dass da eine etwas dunklere Stelle war und das hätte ein Eingang sein können. Das war schon hart. Hebelkraft. Und weil das natürlich nicht ausreicht, muss ich auch noch rätseln. Glaube, ich verstehe schon. Wir müssen natürlich am besten das Ding so. So. Dann die Kugel da reinlegen. Und dann das Ding. So. Echt jetzt? Aber ich hab doch volles Pfund das Ding drauf fallen lassen. Ich meine, ich kann das hier vielleicht noch. Oh, da ist das mit der Kugel verbunden. Das war natürlich Mist. Ich wollte das Ding bloß weiter nach hinten setzen. So weit hinter wie möglich. Damit die Hebelkraft besser wirkt. Also dass der Hebelarm länger ist sozusagen. Ich könnte natürlich grundsätzlich den Hebelarm da hinten auch verlängern, wenn ich was hätte, um das zu verlängern. Uff, ja, ist einfach. Also da oben dran treffen, das ist ein bisschen schwieriger, denn hier unten kann ich auch vielleicht treffen, indem ich bloß ein bisschen so, zack. Gut, das war gut. Und jetzt bekomme ich eine Verlängerung. Pfeifett. Und jetzt müsste es gehen. Hä? Okay, das ist jetzt schlechter als vorher. Oder? Ich hab, ne, am besten, ich glaube, das am besten muss das Ding hier hinten dran. Ja. Das macht auch so gar keinen Sinn. Oh ja, hoch hier. Die Hebelkraft hinter der Zusammensetzung, also hinter den Teilen da vorne, damit der Hebel nach hinten raus größer ist. Logisch eigentlich. Aber wie er gedacht, er ist schlau hier. Und dann das. Und dann das. Jetzt müsste es aber gehen. Weil der Hebel da unten. Gut, der macht da natürlich auch was aus. Eigentlich. Aber nicht so. Und das ist allerdings. Das war sogar zu weit. Also mit ein bisschen mehr Gefühl. Das war jetzt auch ganz nach oben. So. Und jetzt machen wir ganz nach oben und etwas nach unten. Sehr gut. Und jetzt muss ich mich auch noch nach oben schießen. Ich verstehe. Na dann. Wer würde das denn freiwillig machen?
Na gut. Das ist aber jetzt nicht da oben, ist noch eine Kiste. Die ist erst jetzt wirklich zu sehen. Wo ist mein kleiner Kumpatre eigentlich? Da komme ich ja von hier aus gar nicht hingeflogen. Komme nicht mal hier hingeflogen. Das heißt. Ja, aber wie? Also ich meine, ich könnte jetzt natürlich das Ding hier mich hochkatapultieren und dann rückwärts fliegen. Hauptsache erstmal nach oben. So. Also. Und dann so ein Schwachsinn drin, Mann. Jetzt mal ohne Spaß. Ich fand übrigens vorhin, als wir das Boot benutzt haben, trotzdem, dass man die Wirkung des Helms, den wir aufhaben, schon gemerkt hat, ne? Wir haben ja hier, für die die Folge vorher nicht gesehen haben, diesen Helm hier gefunden und der macht ja, dass wir weniger Energieverbrauch haben. Eigentlich ganz geil. Okay, wie viel hatten wir jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Halt, 6 Stück. Wir bräuchten eigentlich noch 2 Schreine. Dann könnten wir wieder 2 Herzcontainer machen. Ich glaube. Also einen weiß ich ja definitiv. Der ist da. Wir gehen erstmal weiter. Wo wir uns jetzt wieder in. Man könnte das machen und das machen, verstricken. Wir gehen einfach erstmal weiter. So, was ist das? Hier sind wir ja auch noch nicht fertig rumgegangen. Siehst du, so sieht es nämlich aus. Oh, was ist das denn hier, Alter? Ein Kamel oder sowas. Weiß natürlich, dass ein Elch ist. Ein Brunnen. Und schon haben wir wieder was entdeckt. Was ist denn hier los? Pausiert hier einer? Gibt's ein Tagebuch? Die Kälte macht mir arg zu schaffen und ich fühle, wie ich meine Kräfte langsam verlassen. Um die Kälte abzuwehren, habe ich mir ein paar Bratschilis eingeworfen und mit etwas Flüssigkeit heruntergespült. Plötzlich lief mir dann ein Kälteschauer über den Rücken, wie unerwartet. Ich hatte definitiv Bratschilis gegessen. Allerdings stellte sich die getrunkene Flüssigkeit als Kühlungsmedizin heraus. Mir scheint, dass die Wirkung eines Gerichts verschwindet, sobald man etwas anderes zu sich nimmt. Misserfolg ist das Appetithäppchen der Bildung. Mein Streben nach der kulinarischen Überlegenheit ist noch lang nicht vorbei. Chefkoch Ratam. Ja. Und hier drin ist eigentlich sonst nichts, ne? Aus hier. Das war ja ein sinnloser Brunnen. Bin ich noch in die richtige Richtung? Ja.
So, wir waren hier hinten noch nicht drin, in dem Bereich. Die lasse ich gerade eben mal da so sein, wie sie sind. Vielleicht mache ich die nochmal, wenn wir rauskommen. Habe ich gerade keinen Bock hier. Aber ich könnte mal das Ding da zerschießen, dann zerkloppen die sich schon mal gegenseitig. Ups. Fragen Sie erstmal, was los ist. Das ist aber gar nicht weit genug. Da, das Ding wollte ich zerschießen. Jetzt kloppt die sich. Eigentlich ganz geil. Eigentlich ziemlich geil. Wenn sie sich so auf die Kante hauen, dann kann es sich doch schon mal lohnen, da mal reinzuhalten. Das hat dir gar nicht gefallen, ne? Oh je. Was machen das jetzt mit Licht hier? Gar nichts wirklich. Aber erstmal das hier. Und dann wollen wir mal richtig zuschlagen. Nee, aber nicht. Erstmal das. Und dann hauen wir ja mal mit einer richtigen Pfanne drauf. Was zum Teufel? Alter. Alter, hat aber jetzt lange noch mal gewartet, bis er zuschlägt. Na, warte, mein Freund. Da sieht man, mir geht schon wieder das Food aus hier. Jetzt schon solche Schilder hier liegen lassen. Unsere Ausrüstung so gut ist. Eieiei. Sieht so aus, als ob ich bald mal wieder eine Leuenrunde machen kann. Ein paar Schilder zu zerdeppern. So, hier hinten ist jetzt bestimmt auch wieder was, ne? Der Flugplatz. Hebraberge. Oh, hier ist der Chefe. Eine Herausforderung. Ja, machen wir gleich. Oho! Der Bogen und die Pfeile dienten einst dem Training. Ich habe derzeit keine Verwendung dafür. Eigentlich verstaubt das Zeug da nur. Du könntest es sicher gut gebrauchen, Link. Nimm die Sachen ruhig an dich. Mach ich auch. So. Ein Food, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir gerade haben. Aber das hier, das kann ich, den Quatsch hier kann ich auch einfach mal wegtrinken. Brauche ich hundertprozentig niemals wieder. Weil ich habe ja Kleidung dafür. Warum sollte ich Waffe dafür nehmen? So. Aber. Wir brauchen mal etwas Food. Das sah gut aus, hat aber nicht ganz so viel gebracht. Nee, das nehmen wir nicht. Das heben wir uns mal noch auf.
Tomate, das, das. Das sollte ein gutes Essen werden. 15 Herzen. Das war wirklich ein gutes Essen. Vielleicht Reisbällchen. Auch ein gutes Essen. Fleischspieß. Einmal eine Funk. Was macht denn das jetzt hier? Rostnüsse. Das können wir direkt essen. So ein Unsinn. Bücher haben wir doch hier einige. Machen wir mal hier. 1, 2. Salz. Eine Vogelnuss. Und und Pilz. Schmorfisch. Das geht besser. Wir machen mal das. 2, 3. Machen wir mal. Salz. Ein Ei. Trotzdem nur wenig. Ist der Fisch nicht so gut hier? Vielleicht ein bisschen mehr mixen. Spiegelei mit Reis. Und der Fisch ist verschwunden. Wo ist der Fisch hin? Der Fisch hat sich einfach in Luft aufgelöst bei dem Essen. Wie kann das sein? Edelschmorbraten. Das ist auch noch mal gut. Gut, was kann ich für dich tun, guter Mann? Oh, wenn das mal nicht Leak ist. Wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Außer gerade, als ich dir die Pfeile geklaut habe. Theba hat mir erzählt, wie du das Dorf der Urne vom Schneesturm befreit hast. Und außerdem hast du den jungen Tulin unter deine Fittiche genommen, wie ich gehört habe. Ich bin dir sehr dankbar für alles, das du für uns getan hast. Leak. Von ganzem Herzen. Nun dann, du hast es dir sicher schon denken können, da Theba jetzt Häuptling ist, doch ich bin zurückgetreten. Nun ist es meine Aufgabe, den Nachwuchs hier am Flugplatz zu fähigen Kriegern auszubilden. Der übliche Übungsparcours wurde durch den Schneesturm zerstört. Aber dank dir ist der Schneesturm vorbei. Ich wage also nun mit einer anderen Trainingsmethode einen Neubeginn. Es geht dabei darum, Ringe am Himmel zu durchfliegen, um zu lernen, wie man sich schnell, aber überlegt bewegt. Diese Übung soll helfen, das Schlagen mit den Flügeln zur zweiten Natur werden zu lassen, auch bei stürmischem Wetter. Ich bin aber gerade erst mit den Vorbereitungen fertig geworden. Jetzt bräuchte ich einen Herausforderer mit Vertrauen in seine Fähigkeiten, der das Ganze ausprobiert. Tja, wer könnte da wohl in Frage kommen? Was soll ich machen? Canelli hat einen neuen Übungsparcours auf dem Flugplatz der Uni entworfen, bei dem Teilnehmer durch am Himmel schwebende Ringe fliegen müssen. Urhund. Da er den Parcours gerade erst fertiggestellt hat, sucht Canelli nun nach Freiwilligen, die ihre Flugtalente unter Beweis stellen. Ich stelle. Tatsächlich an meinem Parcours interessiert? Das freut mich, dass jemand so fähig wie du ihn ausprobiert, Link. Du musst im Grunde nur so viele Ringe am Himmel wie möglich innerhalb einer bestimmten Zeit durchfliegen. Wenn du den Flugplatz jedoch verlässt, muss ich dich leider disqualifizieren. Dein Ziel? Mal sehen. Ich würde sagen, es reicht, wenn du durch 15 Ringe fliegst. Wenn dir das gelingt, bekommst du eine Belohnung von mir. Bestimmt dir irgendein ranziges Essen. Also möchtest du es versuchen? Ich probiere es trotzdem aus. Und bestimmt
kostet es 20 Rubine. Hohoho, ho, ho, ich danke dir. Dann zeige ich dir jetzt, wo es losgeht. Oh, tatsächlich nicht. Bist du bereit? Dann auf die Plätze. Fertig. So, so viele Ringe wie möglich, ja? Aber fast alle. Oho, die Zeit ist um. Oho, dieses Mal hast du 18 Ringe geschafft. Du hast es geschafft, Link. Für jemanden ohne Flügel war das ein wirklich fantastischer Flug. Das wird die Dorfjugend anspornen, bei diesem Training auch ihr Bestes zu geben. Es hat sich ausgezahlt, dass ich dich mit dem Testlauf betraut habe. Hoho. Bitte nimm das hier als Anerkennung. 50. Link, mit deinen Fähigkeiten sollst du in der Lage sein, dich den Übungsparcours für Fortgeschrittene zu versuchen. Wie dein Name andeutet, erfordert dieser fortgeschrittene Flugtechniken. Aber ab jetzt muss ich leider eine kleine Gebühr erheben. Aber du kannst das Training gerne jederzeit absolvieren. Du bist herzlich willkommen, Link. Deine Fähigkeiten beflügeln uns alle. Na, na, komm hier, lass mich. Oh, na, möchtest du dich erneut am Übungsparcours? Bla 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 bla. Fortgeschritten. 20 Ringe. Oh. Freut sich einer. Uhu. Bist du bereit? Dann auf die Plätze, fertig. Ah, da sind ja überall welche. Ich glaube, das werde ich noch mal probieren müssen. Obwohl, wenn ich jetzt noch welche finde. Gut, 20 habe ich geschafft. 23. Oh, oh, die Zeit ist oben. Ging auch. Das kannst du sicher auch noch besser. Versuch dir zu merken, wo sich die Ringe befinden. Das hat mir sehr geholfen, den Unterricht für die jungen Ioni anzupassen. Oh, das ist hier für dich. Ja, ich möchte. Ja, aber ich soll doch 20 machen, oder? Das war das Ziel. Oder habe ich mich vertan? Ich habe auch Pizza. Na dann, auf die Plätze, fertig. Let's go. Ich blick's nicht mehr, wo sind noch welche? Also? 29. Ich glaube 30 wird wahrscheinlich so das Ding sein, was man schaffen soll. Um irgendwas Cooles zu bekommen. Oh, das ist ein neuer Rekord. Gut gemacht, Link. Oh. Das war ein paar geschickte Manöver. Ich bin zuversichtlich, dass du einige neue Rekorde aufstellen wirst. Das hat mir sehr geholfen, den Unterricht für die Jungen ohne anzupassen. Hoho, das hier ist für dich.
Okay, ich glaube, hier gibt es nicht mehr als Rubine. Wie wäre es? Möchtest du dein Glück nochmal versuchen? Ich wäre gespannt, ob es bei 30 was gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich probiere es noch einmal. Nicht. Doch. Einmal probiere ich nochmal auf 30 zu kommen. Vielleicht gibt es ja eine Oni-Maske oder sowas. Oh, hier gibt's auch noch mal drei. Ja, das wird schon wieder nichts hier. Wo sind denn noch welche? Hier? Oh, da sind noch welche. Oh! Ja. Na gut, noch einmal. Sehr schnell sind hier 30 Sekunden. Da kann ich in einer Folge genau 60 mal, nee, 120 mal sogar machen, um eine Stunde voll zu kriegen. So, hier waren noch mal drei. Hier. Ich glaube, ich probiere mal die Dreier mitzunehmen. Wo sind sie? Okay, das war schon wieder nichts. Ich sag mal, ich probiere das mal irgendwann so zwischendrin. Auf jeden Fall kriege ich zumindest meine 20 Rubine wieder. Und ich sage mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, denkt daran, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren und tschüss.